Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 3. Wie versprochen bin ich im zweiten Stockwerk und stehe hier vor dem Rätsel bzw. der Codetür, dessen Code wir noch nicht gelöst hatten. Aber ich muss leider gestehen, ich hatte Lust, es so für mich alleine mal zu lösen und nicht jetzt alles in der Aufnahme mit Zettel und Aufschreiben und Überlegen. Manche Sachen mache ich halt lieber so ein bisschen erstmal für mich und irgendwie konnte ich es nicht lassen und hoffe, dass ich den Code jetzt geknackt habe. Ich habe es halt noch nicht ausprobiert, ich habe keine Ahnung, ob es richtig so ist, aber ich bin natürlich gerne dazu bereit, das nochmal zu erklären, was ich denn jetzt hier eigentlich gemacht habe. Also mache ich das nochmal mit euch zusammen, in der Hoffnung, das wird dann am Ende richtig sein. Das Ganze beginnt mit, die erste ist größer als die zweite. Also wir reden hier erstmal überhaupt von vier Zahlen, die wir haben. Die erste ist größer als die zweite, da schreibe ich dann immer erstmal bei sowas überhaupt irgendwas auf, so wie 5 ist größer als 3. Das zweite steht hier, die zweite ist doppelt so groß wie die dritte. Dann weiß ich, okay, 5 kann nicht doppelt so groß sein wie, keine Ahnung, 1 oder so. Das passt nicht. Also nehme ich irgendwie eine gerade Zahl und habe als erste Zahl dann zum Beispiel 8. So, dass ich dann, jetzt muss ich überlegen. Ja, die zweite ist doppelt so groß wie die dritte. Passt das überhaupt, was ich dann hier habe? Jetzt komme ich selber durcheinander. Die dritte ist kleiner als die vierte. Da habe ich eine 3 jetzt stehen und die vierte ist halb so groß wie die erste. Dann habe ich als viertes 4, weil 8 ist halt doppelt so groß wie 4. Bin jetzt nur gerade durcheinander, weil da steht, die zweite ist doppelt so groß wie die dritte. Ja doch, dann passt es, weil als zweites habe ich nämlich 6 stehen und 6 ist doppelt so groß wie 3. Vier der Zahlen werden nicht wiederholt. Wir haben jetzt als Code, was ich mir jetzt gedacht habe, 8, 6, 3, 4. Ich hoffe, das habe ich jetzt halbwegs verständlich erzählt. Aber, ne, also ich schreibe immer random irgendwas auf, guck dann, passt das von dem, passen die Zahlen zu dem, was wörtlich da steht, mit doppelt so groß. In diesem Falle passt 8, 6, 3, 4, passt es aber auch zu dem Text, der jetzt kommt. Vier der Zahlen werden nicht wiederholt. 8, 6, 3, 4, da ist keine Wiederholung drin. Drei sind nicht in der obersten Reihe. Wenn man sich jetzt halt bildlich vorstellt bei den Knöpfen, dann steht halt oben ist wahrscheinlich 1, 2, 3. Und 3 sind nicht in der obersten Reihe. Da ist 8, 6, 3, 4. Da ist, wir haben halt nirgendwo jetzt 1, 2, 3. 2 sind nicht in der rechten Reihe. In der rechten Reihe würde halt stehen 3, 6, 9 von dem Automaten her. Und wir haben als Code 8, 6, 3, 4. Auch da ist passt es eigentlich. Und als letztes, 2 sind nicht in der rechten Reihe. Eine der Zahlen ist der Schlüssel. Was eine der Zahlen ist der Schlüssel, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich habe es jetzt halbwegs verständlich erklärt. Wie gesagt, immer so das Doppelte nehmen und gucken, ist das eine größer, ist es größer als das andere. Als erstes hatte ich 5, dann hatte ich 7, dann habe ich 8, weil es halt doppelt so groß ist wie 4 und all so ein Kram. So, abgeschlossen. Mal gucken, ob 8, 6, 3, 4 jetzt geht. Bin ich ja mal gespannt. 8, 6, 3, 4. Oh, klasse, super. Ich finde das super. Aber hätte ich das jetzt halt selber gemacht, hätte es hier an der Stelle ein bisschen länger gedauert. Also wenn ich das mit euch zusammen gemacht hätte, mit Aufschreiben und hin und her überlegen und weiß ich nicht, bin ich manchmal im Stillen ein bisschen schneller. Sagen wir es mal so. Aber ich habe nicht in die Lösung geguckt. Heidi, die sind verschwunden. Das war so klar. Links, rechts, und wo kommen sie denn? Wow, die schießen ja. Ich habe ein Problem. Ich habe keine Muni mehr. Super. Waffe. Was kann ich denn mal nehmen? Unser Maschinengewehr? Das will ich mir eigentlich sparen. Ich nehme mal unser Katana. Sehr gut. Nochmal drauf. Nochmal. Nochmal. Puh, jetzt sind die wirklich tot. Oh, ihr Controller wackelt. Aber was heißt wackelt? Mein Controller vibriert. So. Ihr Controller wackelt. Was für ein Quatsch, ich erzähle hier. Wenn man halt aufgeregt ist, so. 2 dürfte reichen. Kann ich da jetzt mal vorbei? Kaputt. Ich muss es ja mal hier ausprobieren erstmal. Ich weiß gar nicht, wo wir hierher kommen. Kaputt. Hier ist auf jeden Fall alles zu. Was ist mit hier? Kommen wir da jetzt her oder ist es eine andere Tür? Bin verwirrt.
Oh, nein, hier waren wir noch nicht. Was ist das? Das sieht echt gruselig aus. Was steht da? Die Anfangszeit ist der Schlüssel. Was? Was ist, liegt hier alles auf dem Boden? Hier ist eine Krankengeschichte. Ob sie für diesen Toten ist? Herkunft unbekannt, Name Alter unbekannt, kein eingelieferter Patient, wurde in schlechter geistiger Verfassung auf dem Krankenhausgelände gefunden und nach Ermessen des Chefs vorübergehend in Zimmer M4 untergebracht. Starb gegen Ende dieser Nacht durch hohen Blutverlust aufgrund durchtrennter Halsschlagader, ergriff sein Küchenmesser mit rechter Hand, wahrscheinliche Ursache der Halswunde. Möglicher Suizidschnittwinkel ist jedoch verdächtig. Zur weiteren Untersuchung in Behandlungsraum zweiter Stock geschickt. Weder Beweis erhalten noch Bestätigung der Ereignisse durch den im selben Zimmer untergebrachten Patienten. Polizei wurde nicht benachrichtigt. Für zukünftigen Bedarf verbleiben Bett und Effekten des Patienten intakt. Zimmer M4. Das verstehe ich jetzt nicht. Was heißt das denn jetzt? Auf jeden Fall sollen wir in M4, wie es aussieht. Und was ist dahinter? Überall auf dem Boden liegen Papiere verstreut. Sie sind beschrieben, aber sie scheinen nicht weiter wichtig zu sein. Was ist dahinter? Oh, ich mag das überhaupt nicht. Boah, auf der Bahre liegt die Leiche eines Mannes. Was hat das denn jetzt hier zu bedeuten mit dem Arm? Das verstehe ich nicht. Tart, my K? Start? Start in my key? Die Anfangszeit ist der Schlüssel. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Auf dem Regal sind medizinische Lehrbücher, aber im Moment sind die keine Hilfe. Gruseliger Raum. Also müssen wir in M4 kaputt. Kaputt. M2 kaputt. M3 kaputt. Nein, gleich kommt M4. Hier haben wir den Aufzug. Was ist mit der Tür? Kaputt. Oh. M4. Oh. Hallo? Der Wecker. Oh, habe ich mich erschrocken. Was haben wir hier? Auf dem zerwühlten Bett lag ein tätowierter Typ. Jetzt ist er weg. Der Wecker und die dreckige Tasche gehören ihm. Ah, aber versteh mich nicht falsch. Ich habe nichts getan. Ich habe ihn nicht gehasst, obwohl er ein Lügner war. Soll ich dir etwas ganz Persönliches schreiben? Auf meine Brust, weil ich sie nicht aufschneiden kann, um dir mein Herz zu zeigen. Ich liebe Heather. Nein, es muss etwas Stärkeres sein. Ich liebe Heather. Ist nicht genug für meine Gefühle. Oh, dieses Bild weckt solche zarten Emotionen. Stanley Coleman. Der Wecker soll ausgehen. Der Wecker soll ausgehen. Mach den Wecker aus. Willst du den Wecker ausschalten? Ja. Okay. Es reicht. Hilfe. Erstmal gucke ich mir das Bett nochmal an. Oh, nicht den Wecker. Der Wecker ist schon aus. Auf was steht er denn überhaupt? Fast 10 vor 5. Das Kissen ist fleckig und klebrig von Blut. Ist das von dem tätowierten Typ? Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Oh, ist das unheimlich hier. Der Aktenkoffer ist verschlossen. Na super. Und jetzt kommt da wieder ein Code. Die Anfangszeit ist der Schlüssel, hieß es doch. Die Anfangszeit? Was ist der Anfang? Der große Zeiger? Das sind 4 Zahlen. Was gebe ich da denn jetzt ein? Weiß ich nicht. Ich versuch's mal mit 16. 49. Aber wenn die Anfangszeit des Schlüssels ist, geht das ja nicht. Das war wohl nichts. Die Anfangszeit, dann muss die also hier hin. Vielleicht ist das auch schon wieder so ein. Machen wir es mal andersrum. Auch nicht. Vielleicht ist 49 auch einfach falsch.
Na, das funktioniert auch nicht. Lassen wir mal die 16 hinten stehen und ändern wir hier mal das Ganze auf 50. 60 ist ja auch Quatsch. Machen wir mal hier einfach irgendwas. Gehen wir mal alles durch. Schade. Schade. Die Anfangszeit ist der Schlüssel. Oh Gott, meine Taschenlampe, ich bin so blöd. Ich habe mich erschrocken von meiner eigenen Taschenlampe. Ach ja. Steht hier noch irgendwie ein Hinweis von Stanley, tätowierter Typ, ja. Verstehe mich nicht falsch. Bla, ich liebe dich, Heather. Stanley, schön für dich. Also, was gibt man denn da am besten ein? Vielleicht eher nicht 16, sondern wir sind ja nicht in deutscher Zeit. Wie wäre es eher mit 004? Oder so? Bin da immer nicht so gut drin, ne, mit Zeitentausch. Und jetzt auch noch das andersrum. Dann wären wir aber trotzdem hier bei 49. Und 05? Auch nicht. Ich mach's mal doch nochmal wieder andersrum. Vielleicht ist das auch nur so ein irreführendes Ding. Ah, es war doch andersrum, alles klar. Die Anfangszeit ist der Schlüssel. Ja, also 4:49 Uhr. Also eigentlich genau das, nur auf PM-Zeit sozusagen, nicht 16. Das ist unsere deutsche Zeit. Sofortbildkamera. Ich weiß, was ich mit der Sofortbildkamera machen kann. Raus mit dir, bestimmt sind wir Monster. Nein, aber wir haben noch nicht alles abgecheckt hier. Oh, M5 ist auch offen. Ich hab Schiss. Nein, nein. Nein, nein, geh raus, geh raus. Geh raus. Das ist mir zu heavy und ich weiß nicht, was da drinne ist. Das mache ich gleich noch, wenn ich's schaff. Hier ist Gerümpel, ist auch offen. Oh, traue ich mich das? Aber nicht mit dem Katana. Das schaffe ich nicht. Essen die Fleisch? Ich weiß nicht, kann man die damit ablenken? Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Ich probiere das mal aus. Oder auch nicht. Komm schon. Und jetzt drauftreten. Komm schon. Boah, krass, ich hab's geschafft mit meinem Katana. Eigentlich wollte ich den Rindfleisch geben, aber hat nicht geklappt. Was haben wir hier? Ich krieg jetzt nichts, ganz ehrlich. Das ist richtig scheiße sonst. Doch, hier, ein Erste-Hilfe-Kasten. Das ist ja wohl das Mindeste. Puh. Heftig. Immer diese drei Bitches auf einmal, ey. So, ihr geht's nämlich auch nicht so toll wieder. Haben wir eigentlich noch so eine Ampulle? Will ich die nehmen? Nee. Nehme ich mal so eins, oder? Ach, das reicht erstmal. Ja. Gut, wir haben die Sofortbildkamera. Kannst du hier? Nee, kannst du nicht durch, ne? Das ging ja nicht. Dann müssen wir jetzt wieder in den Flur zurück. Nee, eine weiter. Genau. Bitte keine Bahn. Oh Mann, oh, immer dasselbe. Ich gehe jetzt in den Flur hier. Ist voll gemein. Und dann gehe ich in den Keller. In den Keller mit Heather. Keller, Heather. Heather Keller. Der gruselige Keller.
Wuhu. Mit der Sofortbildkamera können wir nämlich in die Ecke. Wo war denn das nochmal? War das hier? Ich glaube schon. Können wir nämlich, da war doch dieser Spalt. Und das weiß ich noch, dass man hier jetzt beim Spalt mit der verdächtigen Lücke, wo sie sich nicht durchzwängen kann, aber da ein Foto machen kann. Und dann wissen wir, was da steht. Gruselig. Okay, wir haben einen Code bekommen. 3572. Wer hat das aber bitte da hingeschmiert? Das ist doch unheimlich. Schrecklich hier unten. Einfach nur schrecklich. Wir sind ja jetzt hier unten. Ich weiß gar nicht, wo wir hier als nächstes mal speichern konnten. Kannst du eigentlich den Fahrstuhl mal aufmachen? Ich glaube, ich kann den Aufzug nicht von hier aus rufen. Aha, okay. Kannst du im Fahrstuhl ein Foto eigentlich machen? Hier, wenn wir da direkt vorstehen. Ach, die Kamera haben wir gar nicht mehr. Schade. Hat sie dann gleich irgendwie gelassen oder was? Okay. Das ist mega unheimlich hier, ey. Drei, fünf, sieben, zwei. Ich darf das nicht vergessen. Ich habe gerade überlegt, ob ich ihn noch im Kopf habe überhaupt. Sonst muss ich halt nochmal nach unten gehen. Ich frage mich, für welchen Stock das jetzt aber ist. Wo? Im zweiten? Da kam man ja durch. Beziehungsweise das haben wir jetzt mit dem Code gelöst. Ach, im dritten Stock. Da war ja auch so eine Tür, genau. Dann probieren wir das da auch noch mal. Super. Ich habe immer Angst, dass hier noch mehr wiederkommen. Abgeschlossen. Ich hoffe, das ist jetzt der Code. Also 3, 5, 7, 2. Super, hat geklappt. Soll ich mich darüber freuen? Also ich gehe jetzt nochmal hier rum und speichere, ganz ehrlich. Ich habe zu viel wieder geschafft, als dass ich will, dass das weg ist. Also ich glaube immer nicht, dass ich einfach sterbe. Es ist eher so ein Dranggefühl, irgendwie speichern zu wollen und das Ganze einfach zu sichern, was man gerade geschafft hat. Und als würde man halt immer wieder aufs Neue beginnen dürfen. Diese Anspannung. Das Krankenhaus finde ich auch echt schlimm. Eigentlich finde ich fast alles in diesem Spiel schlimm, aber irgendwie die letzten Aufnahmen waren jetzt irgendwie wieder nicht so einfach für mich. So. Mal schauen. Okay. Ich weiß nicht, was hier geradeaus ist. Und ich weiß auch nicht, was da links ist. Kaputt. Dann klappe ich mal erstmal. Ich weiß nicht, was da hinten ist. S1 ist offen. Hey. Ist das ein Magazin? Nur so ein Klatschmagazin. Verzweiflung, Leeren, Haus, Hoffnung. Haus Hoffnung, ein Waisenhaus am Rande von Silent Hill. Aber hinter dem falschen Image verbirgt sich ein Ort, an dem Kinder entführt und einer Gehirnwäsche unterzogen werden. Haus Hoffnung wird vom Wohltätigkeitsverein Silent Hill Smile Support Society verwaltet, die manchmal auch 4S genannt wird. 4S ist ein hoch angesehener Wohltätigkeitsverein, der arme Kinder ohne Zuhause aufnimmt und mit Hoffnung aufzieht. Aber im Innersten ist es eine heidnische Organisation, die ihr eigenes verzerrtes Dogma anstelle guter religiöser Werte lehrt. Mr. Smith, Aushilfskraft, der in der Nähe lebt, sagt, manchmal kann ich nachts ihre seltsamen Gebete und das Weinen von Kindern hören. Ich bin rüber, um mich zu beschweren, aber sie haben mich sofort weg verscheucht. Danach hat sich nichts geändert. Mir wurde der Zutritt verweigert, als ich versuchte, Fotos in der Einrichtung zu machen. Was genau haben die Leute von Haus Hoffnung zu verbergen?
Bei meinen Untersuchungen stieß ich auf einen verdächtig aussehenden runden Betonturm, der Teil der Einrichtung zu sein scheint. Leider konnten wir niemanden finden, der uns sagen wollte, wozu der Turm verwendet wird, aber es scheint unwahrscheinlich, dass er etwas mit dem Aufziehen von Waisenkindern zu tun hat. Es könnte ein Gefängnis oder eine geheime Kultstätte sein. Der Kult, der Haus der Hoffnung betreibt, wird von Ansässigen einfach der Orden genannt. Es ist eine Religion, die aufs Engste mit der Geschichte von Silent Hill verwoben ist, aber es ist der inbrünstige Glaube der Anhänger, dass sie zu den wenigen Auserwählten gehören, der eine dunkle und gefährliche Seite offenbart. Ich beabsichtige, meine Untersuchung von Haus Hoffnung und dem dahinterstehenden Kult fortzusetzen. Ich habe den festen Glauben, dass es unsere wichtigste Pflicht ist, die ganze Wahrheit zu sagen und unseren Kindern den wahren Weg zu weisen. Josephs Schreiber. Ich mag Joseph. Haus Hoffnung. Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Gesundheitsdrinks. Es wird ja auch mal wieder Zeit. Papiertaschentücher und ein Wecker. Die Uhr ist kaputt, aber ansonsten unwichtig. Das erinnert mich hier voll an den Raum, wo Maria auch damals lag. Derselbe Raum eigentlich. Aber das nutzt uns auch nicht viel. Ist echt auch wieder unheimlich hier. Gehen wir mal weiter. Kaputt. S3. Da liegt noch was. S4. Getrocknetes Rindfleisch. S5. Kaputt. S6. Kaputt. S7. Ist offen. Oh nein, Stanley war wieder da. Oh Gott, der Kopf ist jetzt ab. Ich glaube, er wird sauer. Auf Wiedersehen, Heather. Es tut mir leid, dass ich deine Liebe nicht erwidern konnte. Es ist alles aus. Leonard verachtet mich, weil ich mich darüber lustig gemacht habe und sagte, dass es dazu kommen würde. Hätte er sich nicht eingemischt, dann könnte ich dich bald treffen. Dann hätte ich dich mitnehmen können in meine Welt. Eine Welt nur für uns, viel schöner als diese. Und ich hatte so sehr auf diesen Tag gewartet, auf heute, den Tag, an dem ich dich sehen würde, den Tag, an dem du mich retten würdest, heute. Heather, nimm dich vor ihm in Acht, Leonard ist kein gewöhnlicher Mann. Heather, meine Göttin, Heather, meine Liebe, Heather, meine... Da war noch was, aber wieder. Da war irgendwas, was ich wieder... Leb wohl, ich habe dich geliebt. Okay. Leb wohl. Ist okay, ich komme damit klar. Ist okay, lass mich einfach in Ruhe. Oh. Nein, wo kommt die denn her? Oh Gott. Scheiße. Scheiße, hinter mir. Sie kommt hinter mir. Ich brauche eine Knarre. Ich brauche eine Knarre. Ob ich mich erschrocken? Vorräte, schnell, nimm das. Und nimm eine andere Waffe. Verdammt nochmal. Oh, nun stirb! Scheiße! Oh Gott! Boah, mach was! Elektroschocker! Leute, ich krieg einen Herzinfarkt. Ey, wo kommen die denn auf einmal alle her? So richtig aus dem Nichts, ohne Radio, ohne alles. Richtig mies. Richtig mies. Scheiße, nochmal eins, ey. Kacke. Na, oh Gott, was ist hier los, ey? Geh ran. Es gibt nichts Interessantes. Bla? Telefon vielleicht?
Hello? Claudia? No, I'm not... Don't lie to me, Claudia. You're always trying to run from your responsibilities. Have you come to apologize? Or maybe you still don't realize how foolish you've been. The salvation of all mankind. God, what a ridiculous dream. Wait, just listen to me for a second. I've heard enough from you already. How did you turn out this way? Where did I go wrong? Listen to me already. I'm not Claudia. You're not Claudia? My name is Heather. Heather. Who are you? Leonard Wolf. I'm sorry. I thought you were my daughter. Claudia is your daughter? Oh, so you know her, do you? Are you one of her followers? No, never! When I find her, I'm... Oh, I can feel the hatred. What? Behind your words, the anger. You plan to kill her, don't you? I'm sorry. She killed my father. She's a fool. But she's still my daughter. I was going to forgive her if she changed her ways. But I see it's too late. Heather, will you help me? Help you? I'm locked up in here. Must stop Claudia. Where are you now? I'm not sure myself, but the door is at the end of the hall on the second floor. I think I can be of help to you. I have a seal. Please. A seal? The end of the hall on the second floor. Oh Mann, dann wissen wir ja, was uns erwartet und wo wir als nächstes hingehen wollen. Das war es zumindest mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten Part, mal gucken, was uns dann erwartet. Jedenfalls haben wir Leonard schon mal an der Strippe gehabt und klingt alles sehr mysteriös und mal gucken, wer überhaupt unsere wirklichen Feinde sind. Ist es Claudia? Ist es Leonard? Was ist mit Stanley, der uns vor Leonard gewarnt hat? Naja, ich überlasse es euch und eurer Fantasie, wie ihr das zu interpretieren mögt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 3. Bis dann.